Hallo liebe Dartsportfreunde, it's Darts Review Time und um die Mission Hexon soll's gehen. Schöne Darts in 90% Tungsten mit klassischem 50 mm langen Barrel, vorne ein bisschen mehr Grip wie hinten, dürfte wirklich für viele Spieler interessant sein. Optisch fallen sie auf jeden Fall auf durch ihre blau-silberne Wabenstruktur. Und wem der Archon ein bisschen zu griffig und vielleicht auch zu lang ist, na der sollte sich den Hexon mal genauer anschauen. Die Mission Hexon Blue heißen sie, glaube ich, ganz offiziell im Laden, kosten rund 100 Euro und die gibt es in Steel und Softip. In Softip dann 18 Gramm mit 48 mm Barrellänge und 6,3 mm Durchmesser. Bei Steel habt ihr wie immer ein bisschen mehr Auswahl, da gibt es 21, 23 und 25 Gramm. Barrellänge immer gleich, aber klar, der Durchmesser unterscheidet sich dann ein kleines bisschen, habe ich euch hier auch entsprechend eingeblendet. Die Hexon Darts werden mit standardschwarzen Spitzen ausgeliefert, 26 mm lang, dann wie gesagt 50 mm Barrel und hinten gibt es die Mission Saber Shafts in der Short-Variante, also 35 mm mit Standard-Flights. Die Flights im Design finde ich eher reduziert, nicht ganz so auffällig gestaltet, da lenkt sich halt die ganze Aufmerksamkeit eben vorne auf den interessanten Grip-Bereich. Vom Muster spiegelt sich das auch auf der Verpackung nochmal wieder, so wie auf den Flights. Das ist so matt schwarz mit glänzenden Highlights. Der vordere Griffbereich ist etwas scharfkantiger oder einfach griffiger als der hintere. Den würde ich so 3, 3,5 von maximal 5 einstufen. Und der hintere ein kleines bisschen glatter, da passiert ja auch nicht so viel mit Querrillen und so weiter. Der ist dann so 2,5 bis 3 von 5, also die gute Mitte. Der Hingucker schlechthin ist natürlich der vordere Griffbereich mit diesem Bienenwabenmuster und dazwischen entstehen so kleine silberne Rauten. Also von den Fräsungen ist es wirklich zum einen sehr, sehr fein gemacht, aber auch absolut präzise und gleichmäßig. Man sieht auch, dass hier Handarbeit drin steckt, vor allen Dingen in der Bemalung des vorderen Bereiches. Gerade in den silbernen Bereichen, die blaue Umrandung, da gibt es so kleine Unregelmäßigkeiten. Aber absolut verständlich und trotzdem ja wirklich wunderschön gemacht. Das Grip-Pattern in jeder einzelnen Wabe ist auch nochmal ganz fein ausgefräste Rillen quer zum Barrel und einmal dann mittig quer dazu. Was ich persönlich auch schön finde, ist ganz unten der Anfang an der Barrel Nose. Das wirkt dann wie so eine kleine Krone, wenn man den Dart dreht. Und das gleiche gilt natürlich dann hinten zum Ende, wo der Übergang dann in den hinteren Schaftbereich kommt. Auch im hinteren Grip-Bereich zeigt Mission hier nochmal Liebe zum Detail. Auf den ersten Blick sieht es aus wie breite Ringelemente, die durch Einkerbung halt unterbrochen sind. Aber diese breiteren Ringelemente sind zum einen auch nochmal mit einem etwas dunkleren Coating versehen. Und dazu ist jedes einzelne Element mit einer leichten Hohlkehle versehen. Mission hat auch weitere Points aus der Ripple-Serie rausgebracht, finde ich persönlich sehr schön. Die gibt es in 32, 36 und 40 mm Länge mit einem jetzt feinen Fingergrip und dann halt diesen beliebten Ripple Board Grip. Mag ich persönlich sehr gern, habe schon viele Darts mit diesen Points versehen. Ja, und da die Kante hier an der Barrel Nose nicht ganz so krass spürbar ist, nutze ich eben mal die Gelegenheit, hier auch dann die neuen Points in 36 mm und Silber draufzuziehen. Hier im Bild seht ihr dann zum Vergleich mit dem Hexon rechts daneben den Archon. Den hatte ich ja jetzt gerepointet mit einem wunderschönen glatten Übergang hier in der Barrel Nose. Daneben der Mission Occult, da ist jetzt noch nichts passiert. Die Shot Robijohn A-Raw daneben mit den goldenen Points und dann nochmal die MVG Trilogy. Da die Ripple Points keinen Anschlag haben, hier dann nochmal ein kleiner Tipp, falls ihr sie repointen wollt, damit die Points dann nach dem Einpressen auch ja alle gleich lang sind. Ich fahre immer genau bis an den Anfang der Spitze, setze dann den Schlitten mittig dran und dann drehe ich halt immer eine halbe Umdrehung. Zähle dann beim ersten Point mit, bis die Spitze halt fest im Barrel sitzt. Bei mir waren es jetzt hier zum Beispiel dann genau 8 halbe Umdrehungen und ich denke, man sieht hier ganz gut, dass alle 3 Points perfekt im Barrel sitzen. Fürs weitere Setup habe ich mich hier für die Condor X, also das Shaft-Flight-System vom Afghan Warrior entschieden. Damit werden die Darts ein bisschen schneller in der Luft und der Steckwinkel für mich ist dann ein bisschen flacher. Ich finde, die X sind zudem ja mega haltbar. Du kriegst da nie Robin Hoods und dir kann auch gar kein Flight rausfallen. Ist ja halt ein Shaft-Flight-System oder auch Schaftringe kaputt gehen und all die sonst so kleinen Nerveleien hast du halt nicht. Kurzum, für mich jetzt ein schönes Setup, das funktioniert.
Den Praxisteil wollte ich mit euch mal was Neues ausprobieren und jetzt nicht das übliche Cricket-Game machen, sondern mit euch in eine super Zeitlupe gehen, um euch auch zu zeigen, wie die Darts sich dann im Wurf, in der Luft, im Flug verhalten. Bin hier schon in der Ausholbewegung auf die 20 und achtet mal nur auf den Dart. Zack, Spitze unten, Spitze oben und brumms, schön mittig in das 20er-Segment. Also da ist kein Links-Rechts-Bewegung drin, kein Fishtailing, wie es so schön heißt, kein Straucheln. Und ja, ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Schreibt gerne mal dann in die Kommentare, ob ihr lieber ein Cricket-Game sehen wollt oder auch einfach mal so ein Verhalten von einem Dart hier in Superzeitlupe. Die Bildqualität wird mit Sicherheit ein bisschen schlechter sein. Um hier auf 240 Frames pro Sekunde in der Bewegung zu kommen, muss man halt die Bildqualität etwas reduzieren. Anders funktioniert es nicht, aber man sieht trotzdem, denke ich mal, ganz gut, wie der Dart selber sich so verhält. Jetzt wieder Ausholbewegung, Handgelenk knickt ab, dann kommt der Release. Dartspitze nach oben, jetzt ist er unten, oben und rums, auch wieder schön im 20er-Segment. Ist eine schöne, gleichmäßige Bewegung. So ein bisschen Rotation sieht man auch vom Dart bzw. am Flight. So gesehen, tolle Darts. Ist ja auch ganz oft so, es ist meistens eben nicht der Dart, sondern es liegt mehr am Werfer. Ihr seht auch bei mir hier sehr schön, ich nenne das mal so die vier Stationen bei mir. Das erste ist hier rein den Grip am Dart finden. Jetzt kommt bei mir eigentlich das Position zum Zielen, also auf das Ziel ausgerichtet. Stufe 3 ist bei mir die Ausholbewegung, da ist Auge-Handlinie gerade kurz, haben sich überschnitten. Mein Gehirn berechnet gerade, was jetzt hier passieren soll. Kurz nochmal Handgelenk abknicken und zack, Release, unten oben rein ins Ziel. War jetzt glaube ich vom Score eine 60, ist aber relativ egal. Da wir jetzt gerade nochmal in der Wurfbewegung sind, ihr habt ja jetzt gesehen, dass die Darts wunderbar natürlich ihr Ziel finden. Der Rest ist jetzt der Werfer. Hier ist wieder dieses Eindrehen von meinem Dart, also zack, erstmal den Griff finden. Gleichermaßen ist es beim ersten Dart natürlich die Ausrichtung auf das Board. Jetzt kommt das eigentliche Zielen, da wo ich hin will, 20er-Segment, Ausholbewegung. Da ist gerade Auge-Hand, also ungefähr da, so will ich dann releasen, kurze Berechnung von meinem Kopf. Und los geht's, Handgelenk macht schön Follow-Through und er landet auch wunderbar in der 20. Auch beim Nachladen habe ich versucht, mir das so ein bisschen anzutrainieren, dass nicht die Hand sofort losgeht, sondern ich quasi abwarte, bis der Dart im Board steckt und dann erst der nächste geholt wird. Hier ist also wieder mein Zielen auf das 20er-Segment. Und hier müsst ihr mal aufpassen, das ist ein 60er-Checkout, was mein Ellbogen da unten macht. Ich muss jetzt höher auf die Doppel-20. Handgelenk knickt ab, Release und zack, der Ellbogen geht nach oben. Der Dart macht zwar auch wieder seine schöne Pendelbewegung, unten oben rein ins Ziel, ist jetzt über dem Draht gelandet. Aber das ist dann auch nochmal so ein Ding, wo ich sage, auch wenn am Ende der Checkout oder der Score stimmt, aber es gibt so viel auch Optimierungspotenzial am Wurf selber. Also Technik ist da echt ein Ding, wo man immer wieder was finden kann. Ne? Hier habe ich meinen Griff gefunden. Da ist jetzt nochmal Ausrichtung auf das Ziel. Klar, der erste ist jetzt ein schöner Marker-Dart, also kann ich den benutzen. Und das heißt wieder Olli mit mehr Schwung. Und der Ellbogen wird gleich wieder nach oben gehen. Ihr seht es, jetzt geht's los. Release, Ellbogen geht nach oben, Dart pendelt wunderbar. Flight angespielt, ist dann auch in der Doppel-20 gelandet, aber ja. Die Hexon sind absolut schicke Darts in überraschender Optik. Für Front wie Middle Gripper denke ich mal perfekt, weil vorne einfach ein bisschen mehr Grip noch drauf ist als im hinteren Bereich. Sind schön ausgewogene Darts in den Gewichten, die viele mögen, 21, 23, 25 Gramm. Dazu Standard Barrellänge von 50 mm und ein ausgewogenes Griffprofil. Gilt im wortwörtlichen Sinne, ist auch sehr einfach zu merken. Die Barrel Nose und das Barrel Ende sind 5 mm, dazwischen liegt dann der Grip. Vorderbereich 20, hinterer Bereich 20 mm. So einfach lässt sich's beschreiben und so schön sind diese Darts. Das war also mein Review zu den Mission Hexon. Ich hoffe, ihr konntet euch wie immer das rausziehen, was euch interessiert. Lieben Dank fürs Reinschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, good Darts, euer Olli.